Es sind Widersprüche. Leute, müsst mich gut haben. Es sind die Widersprüche, dass man immer was vergleicht und meint, es ist bloß eins richtig. Wir gehen da ganz kurz einmal an zwei Beispielen drauf ein. In dem letzten Selbstgespräch vom, was ich jetzt nicht, mit der Marion, wo ich auf die Polarität und die Dualität eingehe. Und da erkläre ich zuerst einmal, dass ein Pol, was ist der Pol, wenn man nachschaut, da gibt es im Lateinischen gibt's den Begriff Pollux, das heißt bei Gott. Das ist so ein Ausruf, so ein Erstaunensaufruf. Der Pol, das habe ich dann auch in dem Marion-Selbstgespräch ganz klipp und klar hier in die Etymologie reingehen, vom Auffächern, wenn wir den Pol machen, aber das tue ich einmal ganz kurz herholen. Kleinen Moment. Da können wir da nochmal rein in den Pol. Das habe ich ja in dem Selbstgespräch auffächert, darum geht es mir nicht. Einer der beiden Endpunkte der Achse einer Kugel, dann einer von zwei Punkten mit den gegengesetzten Eigenschaften. Das ist jetzt einmal, wir denken uns eine Strecke. Okay, wir denken uns eine Strecke und in dieser Strecke kann ich einen Punkt Anfang nennen und den anderen Ende nennen. Ich kann aber einen Punkt stillstehen nennen und den anderen Punkt kann ich Gewicht nennen. Das heißt dann definitiv, wenn wir uns einen Mittelpunkt von einem Kreis denken und wir denken uns den Radius, das ist die Strecke, dann ist der Pol in der Mitte und die äußere Seite ist mehr oder weniger die bewegte Seite. Wir haben eine stillstehende und eine bewegte Seite. Das ist wie mit dem, der immer ist, das Meer selber und die Wellen, die andere Seite, ist in einer ständigen Veränderung. Okay, oder wir nehmen den Mittelpunkt einer Kugel, dann haben wir dasselbe Spiel. Aber was jetzt wichtig ist, hier heißt es, der Pol ist einer der beiden Endpunkte einer Achse, die sich um eine Kugel bewegen, besonders Erd- und Himmelskugel. Gut, jetzt ist es also so, dass wenn wir diesen Pol nehmen, ich hole jetzt doch mal das Bild zurück, muss ich dann eh nochmal einschalten, mache jetzt bloß, dass man, schalte ich nochmal ein, wenn wir einen Pol nehmen, und da spreche ich jetzt den Himmelspol an, der Himmelspol ist dieser Stern, um den sich, wenn man ja Zeitrafferaufnahme sieht, was du auf deiner Farbbrille ja gar nicht sehen kannst. Das heißt, wenn du in den Himmel schaust, sag ich immer wieder, zeige mir, dass sich Sterne bewegen, dann kommen die Ja-Aber-Sager, die dann sagen, ja, aber die Sternschnuppen, ich sage, du hast nicht zugehört, der Sternschnuppe ist kein Stern. Wenn ich hochschaue, ich habe noch nie gesehen, dass sich Sterne bewegen. Die stehen wie eine Eins, die stehen wie der Stundenzeiger bei einer Uhr. Ja, das bewegt sich ja ganz langsam, das sind alles logische Konstrukte. Wenn ich jetzt sage, du schaust auf eine Leinwand, das Licht ist gequantelt, dann siehst du Einzelbilder, darum besteht ein Film aus vollkommen statischen Einzelbildern, die sich im Hier und Jetzt auswechseln. Und da du das jetzt in der Longitudinale, eine Zeitspanne, ein Memory-Speicher hast, in einem gewissen Maß erzeugst du die Illusion einer lückenlosen Bewegung, die es aber in Wirklichkeit laut Planck gar nicht gibt. Durch das gequantelte Licht. Wollen wir nicht so auch in die Physik gehen, worum es mir jetzt geht, es um die Rechthaberei. Und dann erwähne ich, dass der Himmelspol bei uns hier, wo sich praktisch das Gestirn in einer Zeitrafferaufnahme rumdreht, da kannst du die Aufnahmen anschauen, das aber immer nur stehende Einzelbilder sind. Und selbst die Sterne, die du dann auf deinem Bildschirm siehst, die sich bewegen, die Lämpchen bewegen sich nicht auf dem Monitor. Die brennen nur jeweils an einer anderen Stelle oder andere Lämpchen brennen. Das baut das Das ist ja. klassische Bild auf. Und dein Auge besteht aus Stäbchen und Zäpfchen, das sind genauso Punkte. Und alles, was du als Bewegung definierst, ist einfach nur ein ständiges Umschalten von Helligkeit dieser vollkommen statischen Lämpchen, die nicht von außen angerichtet werden, sondern von innen angerichtet. Das ist mein VR-Brillenbeispiel. Okay, jetzt komme ich aber zu dem eigentlichen Kern zurück. Und dann erwähne ich, dass der Himmelspol ist ein Stern im Bären. Jetzt wird jeder mit einer normalen Bildung, mit seinem Schwamminhalt sagen, so ein Blödsinn. Der stimmt ja gar nicht. Der Himmelspol ist ja im Wagen an der Achse. Ich sage, das ist das, was du glaubst, weil man dir das erzählt hat. Du hast ein Programm, du hast einen Schwamminhalt. Und wenn dein Schwamminhalt ist, ich denke jetzt wieder an unsere sogenannten Flacherder, an die Flat-Earther, die werden felsenfest glauben, sie sind auf einer Scheibe. Da gibt es tausende Erklärungsmodelle. Könnte ich jetzt auch nochmal drauf eingehen. Und die, die glauben, sie sind auf einer Kugel, die sind auf einer Kugel. Aber damit gehört auch deine Vorstellung von Himmelszeit. Das hast du verwirklichst in deinem Kopf, auf deiner Farbbrille, nur Wissen. Du verwirklichst dein Wissen, so wie ein Computer auf seinem Bildschirm Wissen verwirklicht. Das heißt, ich spreche jetzt ein anderes Wissen an und es widerspricht deinem Wissen und sofort wieder sagst, da stimmt was nicht. Wenn man jetzt aber dieses Selbstgespräch
länger anhört, erwähne ich, da kommt auch das Tauschen und das Täuschen, dass man das ständig austauschen muss. Da spreche ich dann den Brunnen an. Ich erzähle das nicht, kannst du nochmal anhören. Und da gehe ich dann auch auf die Radix vom Brunnen, die schreibt sich nämlich B-A-R. Und das ist auch Bär, kann ich Bär aussprechen. Und der braucht zuerst einmal eine Quelle, weil der Brunnen nicht die Quelle ist und das Wasser, das rausfließt. Das ist also der Mittelpunkt zwischen dem ausströmenden Wasser und dem einströmenden Wasser. Es ist ein anderes Erklärungsmodell. Aber ich kann die austauschen. Das heißt, wenn irgendeiner was behauptet, ist immer zuerst einmal innerhalb deiner Logik der symbolische Sinn, so wie unser Oben und Unten immer ausgetauscht werden kann. Die Unvollkommenheiten hast du überall, weil die immer nur Einseitigkeiten haben. Und jedes Denksystem, das kann man nicht oft genug hören, jedes Denksystem, jede Logik, die im Widerspruch zu einer anderen Logik steht, ist unvollkommen. Ja. Ja. Eine allumfassende Logik. Schau, wir da jetzt, die mache ich ganz kurz dazu. Ah. Was ist jetzt hier? Mach schnell. Ja, die müsste jetzt eigentlich sich zuschalten. Eine Logik, die im Widerspruch zu einer anderen Logik steht, ist unvollkommen. Das heißt, bei Holofeeling sieht es ganz anders aus. Bei Holofeeling sind alle diese unvollkommenen logischen Systeme. Ich tue einfach zuhören. Bei Holofeeling sind alle diese unvollkommenen logischen Systeme sind Facetten von Holofeeling. Jetzt kann selbstverständlich von einer gewissen Logik aus gesehen Holofeeling vollkommen unlogisch erscheinen. Aber von Holofeeling aus gesehen ist niemals irgendein Denksystem eine Logik unlogisch. Holofeeling wäre jetzt der, für den, ich bleibe mal bei Betriebssystemen, Basic-Betriebssystem, Linux-Betriebssystem, Windows-Betriebssystem, Apple-Betriebssystem sind alle vollkommen logisch, obwohl die miteinander nicht austauschbar sind und nicht kompatibel sind. Von einer begrenzten Logik aus gesehen, erscheinen die anderen logischen Systeme aber jedes Mal unlogisch. Von Holofeeling aus sind alle logisch. Darum sind auch alle Philosophien logisch, aber in sich geschlossen unlogisch. Mhm. Weil sie nicht vollkommen sind. Das ist einmal das Erste, was man begreifen muss. Das, was ich gerade jetzt mit dem Polarstern erzählt habe. Wie willst du mir beweisen, dass der Polarstern, um den sich die ganzen Sterne drehen sich überhaupt nicht. Die Sterne, die du dir ausdenkst, sind schon jetzt in deinem Kopf, selbst auf deiner VR-Brille stehen, die wie eine Eins, wenn du hochschaust. Und jetzt musst du schon wieder ein Zeitfenster aufspannen und sagen, die sind da rübergewandert, wie ich das immer nenne. Was aber totaler Blödsinn ist, wenn du das nämlich auf dem Monitor siehst, dass sich die Sterne um was rumdrehen, ich erspare mir jetzt, ein Video laufen zu lassen, dann muss dir klar sein, was du siehst, sind kleine winzige Lämpchen und die bewegen sich nicht. Die leuchten bloß an einer anderen Stelle. Ich habe früher mal gesagt, wer sagt dir denn nicht, dass wenn du auf den Himmel hochschaust, dass das genauso ist? Wie sieht jetzt das aus, wenn du auf eine Brille auf hast? Dann, wenn du in den Himmel hochschaust, dieses Aus, das Illusionär in dir drinnen, diese zwei flachen VR-Brillenlämpchen, die sind im Prinzip dasselbe. Das sind die Stäbchen und Täppchen in deinem Auge. Dass du dir jetzt natürlich auch bloß ausdenkst, das nicht existiert, wenn du dich an das Auge denkst. Und jetzt komme ich hier, da muss ich jetzt ganz, ganz kurz mal Bildschirm übertragen nochmal. Jetzt gehen wir da ganz kurz. So, jetzt pass auf, jetzt gehe ich da in den Chat rein. Ich hoffe, ihr habt das Bild. Habt ihr das Bild? Nein, muss da noch mal übertragen. Das müsste laufen. Ist nicht da? Nein. Bildschirm dahin. Dahin beginnen. Habt ihr es jetzt? Ja, jetzt. Gut, jetzt pass auf, jetzt haben wir diese Bilder, stelle ich jetzt einmal in den Chat rein. Da haben die sich die ganze Nacht den Kopf zerbrochen. Ich muss mal, wo es war. Das ist all das Thema, war hier den ganzen Abend wegen dem kleinen Auszug. Okay. Und nun fangen wir mal selbst an zu zählen und staunen. Der Schöpfungsschatz besteht aus rein zufällig 728 Zeichen und hat einen Gesamtwert 2700. Das stimmt nicht. Weil der originale Schöpfungsschatz in der Dora, der hat den Gesamtwert 2701. Und wenn du das jetzt genau überprüfst mit den Originalfeldern, nämlich das A,
Dafür das Aleph. Mhm. Und das ist das, was dann aufgefallen ist. Okay. Und jetzt wird hier die ganze Nacht wird diskutiert, was da der Fehler ist. Der Fehler ist schlichtweg und einfach. Pass auf, ich denke mir jetzt an Uda aus. Ich mache jetzt einmal Erklärungsmodell. Ich weiß es nicht mehr, aber ich denke mal an Uda aus. Und wie ich das geschrieben habe, das ist ja schon sehr lang her. Natürlich war das jetzt. Das ist ein ganz bewusster Fehler, den ich immer wieder einbaue, wo normale Leser total aus dem Gleichgewicht wirft, weil sie meinen, es kann bloß eins richtig sein. Das ist wie zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Da sagst du sofort, da stimmt was nicht, das geht nicht. Wenn du die Lösung hast, zaubert sie dir ein Lächeln ins Gesicht und dann stellst du fest, dass es da sogar viele, viele Lösungen gibt, nicht nur eine einzige. Da ist dasselbe in grün. Ich mache jetzt mal ein spontanes Erlösungsmodell, wo mir einkommt, ist, oh Scheiß, du hast da einen Scheiß baut. Du musst nämlich wissen, dass ich hier dieses Hebräische, wenn alle hebräischen Sätze auch in der Holoarithmetik, beim Schreiben schreibe ich mehr oder weniger von links nach rechts. Ja, ja. Weil der Zeichensatz wird normal von links nach rechts geschrieben. Das ist im ersten Moment nicht spektakulär, bis du das einmal versuchst. Du nimmst jetzt einfach mal, setzt dich hin, nimm einen Textabschnitt oder zumindest einen Satz, zum Beispiel im Anfang schon die Elohim, den Himmel und die Erde, und dann setzt du dich einmal hin und dann bemühe dich einmal und schreib den einmal von rechts nach links. Mhm. Das heißt also rückwärts. Du schreibst ja von links nach rechts, aber jetzt dreh den praktisch von vorn nach hin, wie du aufpassen musst mit den hebräischen Schriftzeichen, wie leicht du dich vertippst. Ja, ja. Okay. Und jetzt ist es so, dass hier bei dem Schreiben, das ist, ich weiß natürlich, dass das 2-1 sind, dass ich dort das alle vergessen habe. Ich gebe jetzt nur Erklärung, wieso das so drinsteht. Und dann irgendwie in einem Wahn sage ich, jetzt rechne ich das nochmal nach und tippe das in den Taschenrechner ein und dann kommt 2007 raus. Also 700 raus. Das ist die Erklärung. Das ist jetzt eine von vielen Erklärungen. Ich kann dir nochmal 10 andere Erklärungen geben. Ja. Okay? Was jetzt das Schöne dabei ist, jetzt machen wir unsere Bilder wieder. Was das Schöne dabei ist, das ist dasselbe wie mit dem Himmelsbohlen, wo ich während des Gespräches sage, dass wir jetzt zum Beispiel in deinem Wissen kannst du dir vorstellen, ob man ein Himmelszelt und dann dreht sich ja alles um den Polarstern, weil der das Zentrum darstellt, von unserer Erde aus gesehen. Und ich sage dann, das ist irgendein Stern im Bären. Und da müsst jetzt mit deiner Logik, die ich dir gegeben habe, dann Schwamminhalt müsstest du aufschreien, weil das nämlich in der Waage erstand. Das habe ich übrigens auch zigfach schon erklärt. Ich habe viele solche kleine Fehler eingebaut, wo jeder normale Mensch immer noch abstürzt, was du zu lernen hast. Ist, dass es immer viele Möglichkeiten gibt. Du siehst nur deine Möglichkeit. Ein normaler Fanatiker wird jeden, der behauptet, die Welt ist eine Scheibe, wird den belächeln. Wenn ich dir jetzt aber denn die Argumentation sehe, zum Beispiel hier mit Kameras, ich mache jetzt nur den Bodensee. Da gibt es übrigens ganz neu, heute erschienen ein Video wieder von dem Hauptblätter, der hier irgendwo in England das Wasser fotografiert und Erklärungen gibt. Gebäude in der Erdkrümmung. Bin ich wieder weg? Wieder, ja. Wir okay, sagen irgendwas, so. Wo wir die Erdkrümmung haben. Ja. Okay. Und nur am Bodensee. Es ist ein ganz einfaches Spiel, wo ich ein paar Mal gesagt habe, es ist reine Arithmetik, die du ausrechnest. Du hast eine Vorstellung, wie Welt aufgebaut ist, nämlich als Kugel. Mhm. Okay. Und Bodensee, glaube ich, ist paar 80 Kilometer lang. Und wenn du jetzt der Erdkugel, wenn du das machst auf der Erdkugel, wie hoch die Krümmung ist, auf diese 80 oder 90 Kilometer bezogen, kannst du genau ausrechnen, und es gibt sogar Rechner im Internet von Flat Earther, dass wir an der Krümmung, wenn wir jetzt haben, und ich habe ein wegen des Auge, ich stelle mich am Strand, direkt am Strand in Konstanz, stelle ich mich am Strand und ich sage mir, nimm mal eine Augenhöhe von 1,70 Meter oder einen, sagen wir 2 Meter. Dann kann ich hier bei der Krümmung 2 Meter nehmen, dann habe ich die Krümmung und bei 80 Kilometer, wie weit ist das gekrümmt? Und dann kann ich genau ausrechnen, was da abgedeckt wird, wenn ich schaue. Kannst du dir vorstellen, das ist zigfach, wenn du das anschaust. Und dann wirst du feststellen, dass du eigentlich, jetzt schaust du nach, hier in Begrenz auf der anderen Seite, Bregenz, was das höchste Gebäude ist. Kann man nachschauen. Und dann wirst du feststellen, dass du die Stadt gar nicht sehen dürftest von Koblenz aus, von Konstanz aus. Und du siehst, wenn du mit dem Fernstecher schaust, siehst du sogar das Ufer. Und dasselbe Spiel hat jetzt eine Aufnahme gemacht
in London, wo Filme sind mit einem Teleobjektiv, wo die ganze das Stadion, Liverpool, glaube ich, war es, das Stadion und so weiter in 55 Kilometer Entfernung, da siehst du alles, da dürftest du überhaupt nichts sehen. Das ist rein, irgendwo ist ein Fehler. Und ich sage, der Fehler liegt wo ganz woanders, wo du meinst. Jetzt suchst du wieder einen Fehler und du willst da einseitige Logik haben. Wow. Der Fehler besteht darin, dass etwas, was du dir jetzt ausdenkst, das nur in deinem Kopf ist, das so sein, wie du dir das denkst. Ich gebe dir jetzt eine alternative Vorstellung davor. Dass du immer noch glaubst, da außen ist was oder in der Vergangenheit war was. Irgendeiner in der Vergangenheit, da muss es ja richtige Dora geben. Der Satz ist ja so. Es ist etwas, was jetzt in dir auftaucht. Punkt. Und jetzt wirst du reagieren mit irgendeinem Wertesystem, mit irgendeiner Logik. Außerirdische, die Pyramiden, wer hat eigentlich die Pyramiden schon gesehen? Wie viele Leute wissen was von der Pyramide? Und wie viele haben die schon auf der VR-Brille gehabt? Ja. Momentan ist es ein ganz abstrakter Begriff. Das hat jetzt wie eine Frage geklungen. Ich habe jetzt nur gesagt, wie viele wissen etwas von einer Pyramide? Momentan kein Allereinziger, weil ich muss mir jetzt erst einmal welche denken. Das heißt, es ist jetzt schon wieder Kiste, der Blackbox. Wie viele sind jetzt da in der Blackbox drin? Wir haben noch keine Zahl genannt. Jetzt wirst du feststellen, wenn du in dich reinschaust, könnte man sagen, ja, 7 Milliarden Menschen. Die sind jetzt in der Kiste. Jetzt sind eigentlich dann praktisch in der Kiste, die ich mir denke, diese Vorstellungskiste, denke ich mir 7 Milliarden Menschen rein. Das sind 7 Milliarden Kisten in der Kiste. Ja. In diesen Kisten, die in der Kiste drin sind, die ich Menschheit nenne. Ist ein Wissen von den Pyramiden. Es bleiben Gedanken. Es sind einfach nur Informationen, die du zu sehen bekommst und jeder Gedanke, den du denkst, wird mit dem nächsten Gedanken zerstört. Das ist hundertprozentig sicher. Das kannst du immer nur wiederholen. Du wirst merken, du fängst dann sofort wieder an, hier zu spinnen. Und jetzt das Geheimnis, das mache ich jetzt, das wiederhole ich nochmal schnell, ich übertrage mal nochmal meinen Bildschirm. Jetzt gehen wir da nochmal rein. Da machen wir jetzt einen kleinen Auszug. Moment. Geht jetzt das nicht? Da machen wir jetzt einen kleinen Auszug. Heute Ron Sabo, 8.50 Uhr. Okay? Das ist ein Auszug aus einer Offenbarungsschrift. Nimm es unmissverständlich als eine Gewissheit an, es gibt keine göttliche Inspiration aufgrund irgendwelcher religiöser, meditativer, intellektueller oder esoterischer Technik. Du kannst dich hinsetzen, Räucherstäbchen anziehen, du kannst dich in die Stille meditieren, du kannst dir irgendwelche Drogen reinschmeißen, bewusstseinserweiterte Drogen. Du kriegst dadurch keine Inspiration, sondern bloß einen ständigen Wechsel, ganz abgefahrene Wechsel von Informationen. Aber inspiriert aus dir selber wirst du dadurch nicht. Schon gar nicht durch den fanatischen Glauben daran, dass man mit seinem Glauben Recht hat. Wer Recht hat, fällt die Kehrseite, das Verkehrte. Deine persönliche Erlösung findet nur im Zustand des Absichtslosen statt, im Nichts mehr ändern wollen. Du lässt es sich einfach ständig verändern und zu diesen Veränderungen gehören auch deine Interpretationen, die du beobachtest. Die Interpretationen dieses Schwamminhalts, den du zu durchschauen hast. Dies gleich keiner kapitulativen Aufgabe, sondern das ist deine Aufgabe in dieser Schule des Daseins. Ich wünsche von dir die völlige, selbstverständliche Hingabe an dich selbst, dass du alles, was aus dir auftaucht, auch wieder in dich zurücknimmst, dass du das geschehen lässt. Hingabe an deinen eigenen Lebenstraum. Dir wird es dann so gehen wie Alice im Spiegelland. Alice versucht, das Schloss des neuen Jerusalems zu erreichen, doch umso schneller sie rennt, desto weiter scheint der Abstand zu diesem. Dann kann sie nicht mehr und bleibt stehen, um etwas auszuruhen. Plötzlich, wie von Gottes Hand bewegt, befindet sich sie im Zauberschloss. Das Zauberschloss ist deine Information, das Innerste von dir selber. Da bist du schon immer. Solange du das erreichen willst, bist du blind. Wie sage ich immer, solange du das Ewige hier und jetzt irgendwo anders oder in der Zukunft erreichen willst, hast du vergessen, dass es schon ist. Du bist doch schon im Hier und Jetzt. Und alles andere ist nur ausgedacht, um dich rum in Raum und Zeit verstreut. Es ist aber trotzdem Hier und Jetzt. Dein Daseinsweg als solcher selbst ist und sollte daher auch dein derzeitiges Ziel sein. Der Weg ist das Ziel. Okay?
Was jetzt das Spaßige dabei ist, das hat der Ron Zappo reingestellt, diesen Auszug. Jetzt frage ich mich, wenn der wirklich einverstanden ist, wieso wechselt er jedes Mal fast täglich den Namen von dem Chat? Die Bilder. Wieso tauscht er das ständig aus? Weil der nicht anders kann, weil er so programmiert ist. Genau. Aber ist der nicht auch schon wieder bloß ein Gedanke von dir? Ein Gedanke, ja. Das ist es, ja. Kann es irgendwas in deinem Traum geben? Ich drücke mich anders aus. Kann in deinem Traum irgendwas anderes existieren als das, was du träumst? Was ist die Ursache für den Traum? Solange ich das immer nur als Symbol nehme, dass ich ein träumender Geist bin und nicht begriffen habe, dass du das als hundertprozentig sicher betrachten musst, das ist Erklärungsmodell für all die Widersprüche und für all den Streit in der Welt. Ja. Genau. Das ist das, was das Ganze ausmacht. Wer bestimmt, wie irgendetwas ist, der sich's ausdenkt. Denkst du dir das nicht aus? Solange du das zweite Gebot brichst, in dem Wahn lebst, dass ein Gedanke, den du jetzt denkst, den du dir ausdenkst, dass der unabhängig von dir da außen existiert, auch wenn du ihn nicht denkst, dass du dir da hundertprozentig sicher ist, dass es so ist. Oder dass, wenn du dir jetzt Neandertaler denkst, dass die schon in der Vergangenheit waren, bevor du sie gedacht hast. Sätze für Neandertaler, Sokrates, Platon, Einstein, alles, was du vom Hören sagen kennst. Ich wiederhole jetzt nochmal. Solange du etwas beschwörst, das hast du dir hundertprozentig sicher bist, dass es so ist, obwohl du das nur mit einem Meineid beschwören kannst, du wirst, das ist ein göttliches Versprechen, bis in alle Ewigkeit leiden, bis du das nicht mehr machst. Ich schmeiß jeden, der nur in Meineiden lebt, in die Hölle, in der du dich zurzeit befindest. Das ist Sodom und Gomorra. Um das biblisch auszudrücken. Ich könnte es auch in anderen Religionen lassen. Du musst dich eines Besseren besinnen. Das Bessere ist innen. Ja, genau. Das ist, alles andere ist vergänglich. Jeder Gedanke, die Informationen sind von Augenblick zu Augenblick vergänglich. Ist das so schwer zu verstehen? Ist es nicht hundertprozentig sicher, dass jeder Gedanke, den du denkst, den bestehenden Gedanken zerstört? Ja. Dass jeder Augenblick auf deiner Verabredung durch Kopfdrehen, genau, durch den nächsten Augenblick zerstört wird? Das ist hundertprozentig sicher. Der Wahn, der Bruch des zweiten Gebotes, zu glauben, dass das, was du jetzt in deinem Kopf als Information zu sehen bekommst, ich rede jetzt von dem roten Kopf, nicht von dem ausgedachten Kopf, der existiert, der trocken aus auf dem Kopf des Inosch existiert, auch nur, wenn du an ihn denkst. Deine Augen existieren nur, wenn du an sie denkst. Da nützt dir nichts, wenn jetzt der zweite deine Logik wieder in dir aufschraubt, was redet der für einen Blödsinn? Wenn ich keine Augen hätte, könnte ich ja nichts sehen. Wenn ich keine Ohren hätte, könnte ich ja nicht hören. Es ist hundertprozentig sicher, dass deine Augen und deine Ohren bloß existieren, wenn du sie denkst. Das, was sieht und das, was hört, ist nicht irgendein Gedanke von dir. Kein von dir ausgedachter Mensch kann was sehen, kann was hören, kann was spüren. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Punkt. Jetzt müssen wir schon mal wieder trennen. Ich rede jetzt nur zu dem, der mich jetzt ausdenkt, der mich sprechen kann. Das ist der Unterschied, was Holofeeling von allen scheidet, was du dir an sonstigen Religionen und politischen Vorstellungen ausdenkst. Dann wirst du irgendwann einmal merken, innerhalb dieser von dir vorgestellten Geschichte, aufgrund deines Schwammigkeits, deines anerzogenen Wissens, ist die erste große Erkenntnis, dass die Quelle von Leid in deiner Welt sind die Religionen und die politischen Parteien. Alle. Die haben so ein unendliches Leid bis zum heutigen Tag über deine ausgedachte Welt gebracht, natürlich du, weil du ja diese Einseitigkeiten festhängst. Aber ich rede jetzt absichtlich einmal normal. Und das liegt nicht an den Grundlagen der Religion. Es liegt an diesen ganzen Besserwisser, die sich Religionsfürsten, die sich Bischöfe, Päpste oder wie sie sich sonst alle nennen. In der Sure 2 heißt es so richtig schön, auf dem Weg in die Freiheit, töte deine Religion, weil sie sich unfrei macht. Dann kommt dann noch ein Zusatz, nein, vertreibt sie nur, ich sage jetzt dazu, aus deinem Bewusstsein, vertreiben ist besser wie töten, weil in dem Wort Tod steckt ja schon wieder, das sind so viele und wenn du sie vertreibst, fahren sie wieder alle zurück in die Einheit. Es ist natürlich ein Schönheitsträumender Geist, dass du keinen Einfluss hast auf dein Denken, darum werde ich das immer wieder wiederholen, bis du dann
einmal dich erhebst und sagst, ich bin ja nicht einmal ein träumender Geist. Es ist dieses genialere, geistreichere Symbol. Wir haben heute schon das Wort genial gehabt, Diana. Ja. Wo ich sage, ein Genie ist Gott. Es ist immer dual. Du bist Gott. Das ist die Mitte, aus der alles entspringt. Und du siehst halt in einem momentanen Zustand nur die Einseitigkeiten. Du schaust nur auf den Bildschirm und verwechselst dich mit einem Bild, mit einer Vorstellung von dir. Du bist der, der es vor sich hinstellt oder sich um sich herum denkt, wenn du jetzt an deinen Kopf denkst. Da kann ich immer wieder sagen, du kannst jetzt ganz gezielt, du Geist, kannst jetzt ganz gezielt zwei Augen vor dich hindenken. Dann hast du die zwei Augen vor dir, wenn du mal die Augen zumachst und du drehst die in den Augen hin, dann spürst du die. Du wirst feststellen, du bist ein kleines Stück dahinter. Der, der schaut, ist nicht das Auge. Wer schaut eigentlich diese Augen an, wenn du jetzt die Augen zumachst und du spürst es dann? Wer schaut die sich an? Ja, ja. Wer denkt sich jetzt, wenn du dich in den Kopf, in diesen ausgedachten Kopf reinlegst, wer denkt sich jetzt über sich ein paar Zentimeter über sich Haare? Mach mal die Augen zu, dann wirst du das feststellen. Schräg nach unten denkst du dir Kien und vor dich denkst du dir noch eine Nase hin. Aber es ist immer in dem Zentrum, dass du selbst bist. Das ist kein, immer wieder, was ich sage, kein esoterisches, religiöses Geschwätz und auch kein naturwissenschaftliches, geistloses Spinnerei. Das sind Vorstellungswelten, die nur sich einer aufbauen kann, der dieses Wissen hat in seinem Schwamminhalt. Tausende Male erzähle ich das und wann kommt es bei dir? Ist es bei dir schon angekommen, wenn du mich jetzt sprechen hörst? Hörst du das jetzt das erste Mal oder vielleicht hast du es schon tausende Male gehört? Dann bringe ich immer wieder dieselben Beispiele und wenn ich jetzt, ich sage mal, gezielt als Brösel und der Brösel bin, dass ich dann oft in der Physiognomie dieser Figuren den Eindruck habe, boah, so kleine Heurekas, so, ich weiß hundertprozentig sicher, dass du das hier von mir mindestens schon hundertmal gehört hast. Habe ich mit der Wand geredet oder was? Aber ich rede nicht mit diesen Figuren, ich unterhalte mich niemals mit Gedanken, die sind wirklich, was, die haben keine Überlebenschance. Wann gibt es eine Menschheit, wenn du an eine Menschheit denkst? An was denkst du bei dem Wort Menschheit? Das ist jetzt eine Datei, wo du dir was ausdenkst. Jetzt schau, jetzt blätter hier und jetzt zurück. Du kannst, was du denkst, immer nur jetzt denken. Schau dir hier 2001. Vor 18 Jahren, vor fast 20 Jahren den Vortrag bei Reuth. In Bayreuth mit einer alten VHS-Kassette aufgenommen. Hier und jetzt ja. Natürlich auch. Habe ich nichts anderes erzählt. Komplett erzählt. Ja. Es gibt etliche, die ich mir jetzt ausdenke, symbolisch gesetzt für Geisteswung, die hier damals dabei waren. Und wenn ich die jetzt beobachte, da ist nichts, absolut nichts, was irgendwie von denen wirklich akzeptiert wurde, von dem, was ich sage. Das ist wie so eine schöne Spielerei, aber sobald der Alltag einen wieder auffrisst, ist man wieder derselbe dumme Brösel, der ums Überleben kämpft. Du musst nicht ums Überleben kämpfen. Das, was du zu sein glaubst, wird nicht überleben. Das, was du bist, ist ewig. Und Ewigkeit kann nur von etwas verstanden werden, was selber ewig ist. Also erwarte niemals, dass ein Gedanke von dir versteht, was Ewigkeit ist. Setze jetzt für Gedanke irgendeinen Menschen, den du dir jetzt denkst. Du musst auch keine Welt und keine Mitmenschen aufklären. Es ist eine Selbstaufklärung, darum machen wir jetzt Selbstgespräche. Genau. Das ist es. Und man spielt und man prügelt immer in sich ein mit seiner Rechthaberei, mit seinen Einseitigkeiten, die man anschaut. Man will ja glücklich sein. Ich sage, da hast du nicht begriffen, was im Jahwe das Wesentliche ist. In dem Wort JHWH. Das HWH ist das Unglück. Das ist die Gegenwart, das Jetzt. Aber ja. Das Unglück schreibe ich das Wort Glück schon an, mit der Radix Un davor. Un ist das dann meine aufgespannte Existenz. Das ist übrigens ein Verneinungspartikel. Genau, ja. Jetzt pass mal auf, hör genau zu, was ich sage. Es ist ein Verneinungspartikel. Ja. Mach aus dem VHF und lese Verneinung. Alles, was in der Ferne ist, mit dem musst du wieder eins werden. Das ist das Glück. Ja. Ja, ja, das mit der Sprache ist so eine Sache, die muss man zuerst einmal verstehen. Jetzt lassen wir die Aufzeichnung mal gut sein.